Augstein. Lieber Blome, altes Kotelett. King of Schnitzel, Sigmar Gabriel und sein Job bei Tönnies. Im Verhältnis zu dem, womit wir uns sonst so beschäftigen, ist das ja fast ein heiteres Thema, aber es hat natürlich einen ernsten Kern. Sigmar Gabriel, der ja mal echt ein bedeutender und finde ich auch ganz interessanter und wichtiger SPD-Politiker war, für den Fall, dass es das überhaupt geben kann, hat einen Nebenjob gehabt bei Tönnies. Ja, das sind die Kollegen, die 50.000 Schweine am Tag schlachten und dabei nicht so ganz genau hingucken, wie es den Schweinen geht und ihren Mitarbeitern. 3 Monate lang, weiß ich nicht, 10.000 Euro jeden Monat. Und alle wissen jetzt, ja, Tönnies kann auch gute Gehälter bezahlen. Ja, das war lustig. Wenn es sein muss. Ja, das war lustig. Und? Was? Empört sie das jetzt? Oder? Na ja. Oder soll ich, ich mach Folgendes. Ich zähle von 10 runter und bei 4 oder so kommt der Rassismusvorwurf. Ist es das, worauf wir hinaus wollen? Rassismus. Also irgendwas, was ich mir wirklich nochmal umhängen kann, damit er jetzt bestimmte Schweine schlachtet und andere nicht. Keine Ahnung. Was? Aber ich meine, die Inbrunst, möchte ich sagen, das Tempo, mit dem Sigmar Gabriel für diesen Beratervertrag, den er, glaube ich, 2 Monate lang hatte, jetzt geschlachtet wird, also im übertragenen Sinne geschlachtet wird, kann sich mit dem Schlachttempo bei Herrn Tönnies alle Male messen. So viel räume ich ein. Aber jetzt regt sich wirklich die gesammelte Sozialdemokratie und noch der Rest des Publikums von links bis rechts und oben unten darüber auf, dass Sigmar Gabriel nicht nach seinem Amt im Bundestag, wo das war sein letztes Amt, quasi in Hartz IV gefallen ist oder Frührente beantragt hat, sondern dass er jetzt arbeiten geht. Als ehemaliger Außenminister, der er ist, und ehemaliger Bundesvorsitzender der SPD und ehemaliger Mitglied des Deutschen Bundestages, meinen Sie, dass da der Absturz in Hartz IV unmittelbar bevorstand, Herr Blome? Weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall hatte er noch eine gewisse Karenzzeit, weil er noch ein junger Politiker ist und nicht an seinem Amt geklebt hat, bis dass er auch mit den Füßen zuerst aus dem Bundestag rausgetragen worden ist, wie so manch anderer. Hat er noch ein bisschen Zeit, wo er Geld verdienen muss, bevor er seine Rente bekommt, seine Pension. Und es ist eben echt... Also ist es, aber stopp, jetzt mal ganz egal. Also Sie können ihm doch das Recht nicht absprechen, Geld zu verdienen. Recht, jetzt können Sie Recht, nur der sagen... Der kann doch alles... Was genau kann er? Wir drehen, da geht's nämlich dann los. Ironie und Polemik mal ganz kurz raus. Natürlich muss jeder Politiker, wenn er mit der Politik aufhört, irgendwas anderes machen können. Danke. Ja, im Namen des deutschen Volkes und aller Politiker sage ich danke. Okay, also einfach, wie man auf Englisch sagt, stating the bleeding obvious. Einfach das, was eh klar ist, doch einmal aussprechen. Ja. So. Zweitens gibt es nicht umsonst seit 2015, seit ein gewisser Herr Profalla, an den der eine oder andere sich noch erinnern will, bestimmte Regeln dafür, die auch kodifiziert sind, wann man was machen darf und wer dann darüber entscheidet, ob das eigentlich okay ist und wie lange das dauert, sogenannte Karenzzeit und so, trifft für Gabriel nicht zu, weil das Ämter... Hat er sich dran gehalten? Hat er sich dran gehalten. So. Drittens gibt es neben all dem... Kommen Sie jetzt mal in die Vorwurfslandschaft? Gibt es neben all dem anderen sowas wie Anstand? Und Tönnies ist kein... anständiges Unternehmen. Okay. Und Tönnies war schon vor Corona kein anständiges Unternehmen. Ehrlich gesagt wusste jeder Mensch, der sich mit diesen Arbeitsbedingungen in diesen Großschlachtereien beschäftigt hat, einmal nur oberflächlich, was das für eine Sauerei ist. Und gerade, und das ist natürlich jetzt, Entschuldigung, der Kern des Themas, gerade ein Sozialdemokrat, zumal ein ehemaliger Bundesvorsitzender der Sozialdemokratie, jemand, der seiner eigenen Partei vorgeworfen hat, dass sie nicht dahin geht, wo es stinkt, ja, ewiges Zitat von Gabriel, er ist dann dahin gegangen, wo es stinkt, hat dann aber festgestellt, Geld stinkt nicht und hat es dann trotzdem mitgenommen. Oh. Das ist einfach nicht gut. Also das ist jetzt, okay, ich habe jetzt verstanden, es ist ein moralischer Vorwurf. Er hätte dort nicht arbeiten dürfen. Und von moralischen Vorwürfen halten Sie nichts, da sagen Sie, stopp, bin ich nicht zuständig, da gehe ich, Nein. Bleiben Sie hier, Kollege Augstein, und erleben Sie Ihre Niederlage live mit, Ihre argumentative Niederlage. Natürlich gibt es Moral und Anstand, natürlich gibt es Sachen, die sollte man nicht machen. Ich finde zum Beispiel, dass Gerhard Schröder, ehemaliger Bundeskanzler, noch eine Etage höher, deutliche Etage höher, der sollte seinen Marktwert, seinen nachwirkenden Amtsbonus, den man als Bundeskanzler in der Welt schon so hat, nicht bei Herrn Putin zu Markte tragen. Das finde ich zum Beispiel. Das halte ich für unanständig. Für eine Firma zu arbeiten, dessen Produkte legal sind, dessen Arbeitsbedingungen leider auch legal waren, denn da liegt der Hase im Pfeffer oder das Schwein in der Hälfte. Die Verfahren, die er angewendet hat, die Bedingungen, die er gestellt hat, waren allesamt legal. Wer sie ändern möchte, soll sie verdammt nochmal ändern. Aber nicht dem Mann vorwerfen, dass er sich im Rahmen der Regeln, die ihm gesetzt wurden... Sie können doch nicht als Sozialdemokrat bei der Atomenergiearbeit oder bei Krauss-Maffei in der Waffenherstellung oder bei Tönnies irgendwie, wo die Schweine echt unter unmenschlichen
unmenschlichen Bedingungen geschlachtet werden. Entschuldigung. Darf ich und das dann Fleisch nachher essen? Also jetzt aus moralischen und dann nachher sagen, wieso? Es war alles legal. Hier ist es alles legal. Ja. Das Essen zeigt es nur, was für Sauereien bei uns legal sind. Und das hätte er als SPD-Politiker, der ja in Regierungsverantwortung war viele Jahre, auch vielleicht mal ändern können. Witzigerweise hat er es geändert. Und Sie sind einfach eine nahtlose Blankstelle, was Recherche angeht. Er hat es geändert, nämlich als Wirtschaftsminister oder als Arbeitsminister, weiß ich nicht mehr ganz genau, hat er diese Industrie, glaube ich, sogar als Schweineindustrie bezeichnet und dann eine freiwillige Selbstverpflichtung der Produzenten, darunter Tönnies, erwirkt. Eine freiwillige Selbstverpflichtung? Ja. Ob die funktioniert? Das ist das schärfste Schwert der Politik im Umgang mit der Macht- und Marktmissbrauch von Großindustriellen, ist die freiwillige Selbstverpflichtung. Ich muss sagen, das ist übrigens einer der Gründe, warum die SPD seit vielen, vielen Jahren mit Volldampf aufs Abstellgleis fährt irgendwie und dort noch jeden letzten Poller mit abreißt, weil sie sagte, aber ich habe im Kampf gegen die unmenschlichen Arbeitsbedingungen bei Tönnies auf freiwillige Selbstverpflichtung gesetzt. Kann ja sein, dass das nicht funktioniert hat. Es kann ja sein, dass es in diesem Fall, viele freiwillige Selbstverpflichtungen haben übrigens in der Vergangenheit funktioniert. Mhm. Mag sein, dass diese nicht gut genug funktioniert hat, die man jetzt sehen kann, weil diese Werkverträge immer noch zu schweinischen Bedingungen die Leute an die Arbeit holen, insbesondere aus dem EU-Ausland. Bin ich völlig bei Ihnen. Die Frage war aber, ist es unmoralisch, wenn ein SPD-Ex-Vorsitzender nunmehr den Moralvorstellungen seiner neuen Chefs an der SPD-Spitze, Herr Novabo und Frau Esken, nicht genügt? Die sehen das anders, das ist ihr gutes Recht, dass sie jetzt auf ihrem Vorgänger rumtrampeln, finde ich ehrlich gesagt unsolidarisch. Und das war auch meine sozialdemokratische Tugend, den Mann jetzt so hinzuhängen, der mir überhaupt nicht sympathisch ist. Und Sigmar Gabriel... Er ist mir sympathisch. Ich kenne ihn persönlich nur einmal gesehen. Ich fand ihn super nett. Das ist überhaupt nicht... Also, wollen wir hier nicht von persönlicher Sympathie reden? Nein, okay. Aber ihn so hinzuhängen, halte ich für nicht fair. Der hat nichts gemacht, was das Recht wird. Er verstößt offenkundig gerade gegen eine aktuell sehr starke Moralvorstellung oder moralische Aufwallung in puncto Fleischindustrie. Himmel, wenn es eine PR-Agentur gewesen wäre, die 10.000 Euro kriegt, um den Mann zu beraten, was wäre dann daran falsch? Nichts im Zweifel. Oder dürfte die PR-Agentur das auch nicht machen? Herr Tönnies, nein, aber das ist doch komisch, dass man Ihnen das... Meinen Sie das, sagen Sie ganz kurz, manchmal für die Zuseher vielleicht auch interessant, sagen Sie das jetzt nur, weil wir hier in der Sendung sind, oder checken Sie das wirklich nicht? Das würde mich jetzt echt interessieren. Meinen Sie das jetzt ernst, dass Sie den Unterschied nicht verstehen? Wenn ich eine PR-Agentur bin und ich werde professionell dafür bezahlt, wie so eine Art Anwalt. Ja. Ein Anwalt soll auch jeden vertreten. Eine PR-Agentur kann meiner Meinung nach auch in bestimmten Grenzen vielleicht auch jeden beraten, wie sie sozusagen ihre Botschaft rüberbringst. Ja. Finde ich völlig in Ordnung, das ist deren Geschäft. Sigmar Gabriel repräsentiert auch über seine Amtszeit hinaus ein Stück sozialdemokratische Würde, wenn Sie so wollen. Die nimmt er nämlich mit, sozusagen. Die behält er ja in der Hand, diese Würde sozusagen als SPD-Parteivorsitzender, als Ehemaliger. Mhm. Und da kann er ja nicht sagen, so, dieses Stück Würde, das tue ich jetzt mal in meine Tasche und aus der anderen Tasche hole ich sozusagen meinen geilen Tönnies-Job raus mit 10 Mille im Monat. Ich habe verstanden, was Sie sagen wollen. Ich glaube, ich würde das bestreiten. Oder ich würde es differenzieren, sagen wir mal so, und meinen das ganz ernst. Ich glaube, noch einmal das Beispiel Schröder, es gibt sowas wie eine nachwirkende Würde des Amtes. Kanzler, meinetwegen auch Wirtschaftsminister oder Arbeitsminister wie Sigmar Gabriel, kann darunter fallen. Umweltminister war er übrigens auch mal. Kann darunter fallen. Aber was es, glaube ich, nicht gibt, ist die Pflicht, alles mitzumachen in einer Partei, quasi oder für eine Partei nachwirkend immer gerade zu stehen, die man ja in Form von Presseartikeln zum Beispiel jeden Tag aufs Neue belehrt, was sie alles falsch macht. Also an der Würde, in Anführungsstrichen, als Sozialdemokrat, als SPD-Mitglied, würde ich ihn nicht messen. Wenn er Dinger drehen würde, die was mit seinen alten Ämtern als Wirtschafts- oder als Außenminister zu tun haben, dann ist es okay. Aber Sigmar Gabriel hat sich entschieden, PR-Agentur zu sein. Und zwar PR-Agentur seiner selbst. Das finde ich jetzt auch nicht gerade appetitlich. Und ich finde auch, vielleicht schenkt er sich da weg und zerstört seinen Ruf, den er hatte. Mag schon sein. Aber unmoralisch empfinde ich das wirklich nicht. Aber es muss doch einen Unterschied machen, für wen ich dann tätig bin, sozusagen. Weil für wen ich tätig bin, mit dem identifiziere ich mich. Ein Stück von dem geht natürlich auch auf mich über. Aber die Hand sozusagen, die ich schüttle, da bleibt natürlich auch ein bisschen was bei mir kleben. Und Herr Tönnies ist halt der Typ, der gesagt hat, die Afrikaner sollen aufhören, Bäume zu fällen und im Dunkeln Kinder zu machen. Das war die Rassismusgeschichte, weswegen er bei Schalke echt Ärger bekommen hat. Und so. Und das wusste man auch. Gut.
das kein Grund für ihn, nicht tätig zu sein. Ja, Mann, das war einfach. Aber ich will damit nur sagen, er wusste natürlich schon, mit welchen Leuten er sich da ins Wirtschaftsbett gelegt hat. Bestimmt ein positiv gewendet geriebener Marktwirtschaftler, Unternehmer oder vielleicht auch Halbseiden mit manchen seiner Methoden und seiner Ansichten. Alles geschenkt. Aber noch einmal. Wir haben natürlich an sozialen Kraft höhere Ansprüche. Bleiben wir mal beim Thema. Natürlich haben wir. Ja, das ist halt so. Es ist natürlich so. Es ist unfair. Da haben Sie recht, weil der Sozialdemokrat oder der Linksparteipolitiker kann im Grunde nachher nur im Vorstand vom Altenburger Skatclub werden, ja, oder bei Bochumer Daumenzüchter oder so oder sowas und kann natürlich hat es in der Industrie natürlich schwerer, weil dann Leute mal sagen, jetzt plötzlich hast du die Seiten gewechselt. Ist das Seitenwechsel ist ja Stichwort. Ist das so schlimm? Gibt es ja, nicht? Hat da die Seiten gewechselt. Ja, klar. Natürlich hat er die Seiten gewechselt. Ja. Ja, Moment, aber ich frage ja, ob das Seitenwechseln an sich so schlimm ist oder könnte es der Politik, mithin auch der Wirtschaft, mal ab und zu häufiger, als es derzeit der Fall ist in Deutschland, gut tun, wenn der eine aus dem einen Lager mal für eine Zeit lang ins andere geht und zurückkommt. Wenn er noch ein bisschen länger bei Herrn Tönnies gewesen wäre, hätte der seine Arbeitsbedingungen und seine Löhne verbessert? Wollen Sie das sagen? Das weiß ich nicht genau, aber ich finde zu sagen, Clemens, wenn du einmal Politiker Clemens, warst, dann darfst du... Bulgaren, zahl doch den Bulgaren nicht 5 Euro die Stunde, sondern 5,60 Euro. Und Clemens denkt nach, ja Sigmar, du hast eigentlich recht, das mit den 5 Euro ist echt link von mir. Das ist richtig gemein. Mir geht's wobei ich Frage, sozusagen jetzt darf einfach ein Politiker in die Wirtschaft wechseln, ohne dass er quasi immer den Vorwurf haben bekommen muss, als Sozialdemokrat offenkundig doppelt, auch noch von Ihnen. Du legst dich mit Leuten ins Bett, die ja ursprünglich als in ein Lager gehören, dem dein altes politisches Lager eher kritisch bis feindlich gegenübersteht. Das finde ich so kindisch. Das finde ich wirklich, Entschuldigung, das ist 19. Jahrhundert. Da musste man, oder 20. Jahrhundert vielleicht, da musste man dreckige Fingernägel haben, um über Armut reden zu dürfen. Ja, haben Sie mal darüber nachgedacht, warum die CDU in der JU einen Konfirmandenanzug anhaben, damit man da überhaupt aufgenommen wurde? Warum wollte ich, dass wir heute dieses Thema besprechen? Es hätte ja auch noch andere Themen in dieser Woche gegeben, aber ich habe mich ja, wie Sie wissen, sehr dafür eingesetzt, dass wir dieses Thema machen, weil es mich natürlich interessiert, weil ich glaube, es ist ein kleines Mosaiksteinchen, nur ein kleiner Stein, ja. Also das Wohl und Wehe der deutschen Sozialdemokratie oder gar der europäischen Sozialdemokratie hängen nicht daran. Aber es ist ein kleines symbolisches Mosaiksteinchen, was sozusagen Teil des Weges ist, auf dem die Sozialdemokratie ins Abseits gegangen ist. Dass sie nämlich sozusagen die Leute, die bei Tönnies arbeiten, nicht mehr vertritt im Vergleich dazu, wie sehr sie Herrn Tönnies vertritt. Und da braucht man dann die Sozialdemokratie gerade gar nicht mehr. Da reicht die CDU vollständig. Die Form, wie die SPD-Spitze in der breiten Fläche, auch andere Parteien, nehme ich andere gar nicht aus, Herrn Tönnies verteufeln gerade, das werden sich die Arbeiter bei Tönnies wahrscheinlich schon merken. Und sie fragen, Dankeschön, die schließen jetzt eine ganze Fabrik. Sie meinen die Bulgaren, die dann zu Hause nicht sozialdemokratisch wären? Die hätten sowieso nicht hier sozialdemokratisch gewählt. Ich habe das Gefühl, Sigmar Gabriel hat der Sozialdemokratie mehr angetan, anderes angetan, was deutlich schwerer wiegt als das hier. Ich wollte eigentlich den Witz erzählen von den 10 Millionen in kleinen Scheinen, die dann eingetauscht werden gegen 10 Zitronen in kleinen Schweinen, aber das kommt das nächste Mal. Danke.